Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen verfranst dabei, das Einkaufszentrum zu suchen. Ich habe eigentlich gedacht, sowas sollte ziemlich in der Stadt sein. Aber ich habe jetzt doch gegoogelt. Das bedeutet, ich weiß jetzt, wo das ist und würde es deswegen ganz gerne mal aufsuchen. Und dazu nutzen wir, also wir fahren jetzt erstmal in die Nähe und gucken dann, wie viel Uhr es ist, weil ich glaube, da macht es Sinn, erstmal die Nacht noch irgendwo zu verbringen. Und dann erst ins Einkaufszentrum zu fahren, also zu laufen oder wie auch immer, einfach zu uns zu begeben, sage ich mal. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir uns hier nach oben, genau. Das ist super angenehm mit den Zombies, die tagsüber nicht so aktiv sind. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, in einem normalen Durchlauf würde ich das nicht machen. Auf jeden Fall wenigstens nicht, ohne dass sie nachts auch Sprinter sind. Weil... ja, das, ich weiß nicht. Irgendwie macht es halt doch nochmal spannender, wenn wenigstens noch irgendeine Besonderheit da ist, beziehungsweise sie halt insgesamt auch ein bisschen schneller laufen und so. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich finde, jetzt sind schon so einigermaßen viele Zombies hier in Louisville unterwegs und ich will ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht wissen, wie krass viel das sein muss, wenn man die Einstellung einfach auf normal gestellt hat. Ich glaube, bei Neubürgern Louisville, also bei der anderen Reihe, die nicht besonders lang ging, wenn wir ehrlich sind, da war die Einstellung ziemlich normal und das fand ich schon teilweise richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran lag, dass ich hatte das Gefühl, dass es so eine Six Months Later Einstellung war, dass man halt quasi den, also normalerweise hast du ja am Anfang so eine, ich nenne es mal Karenzzeit in Anführungsstrichen und in, warte, bin ich jetzt richtig oder muss noch eins weiter? Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Das ist so eine Karenzzeit am Anfang, wo die Zombies quasi dann erst nach und nach spawnen. Ne? Deswegen hast du auch manchmal in geklärten Gebieten, auch wenn du Respawn ausgestellt hast, hast du dann halt trotzdem plötzlich die, also immer wieder doch nochmal Zombies in der Umgebung und sowas. Also sowas liegt dann eben daran, dass halt so, ich glaube, standardmäßig sind irgendwie 64 Tage oder sowas eingestellt, dass also quasi die ersten 64, oh guck mal, hier ist ein Fenster. Also das ist auch keine Anspielung auf irgendwas, sondern das ist einfach nur ein Fensterladen, ne, Fensterbauer. Und genau, also da ist halt die ersten 64 Tage, ist glaube ich die Standardeinstellung, da spawnen halt immer wieder Zombies und immer mehr Zombies und sowas, bis du dann halt so das Maximum sozusagen erreicht hast, wenn es dann, wenn diese 64 Tage rum sind und ab da kannst du dann auch wirklich Gebiete clearen und sowas. Und das hattest du, glaube ich, hatte ich bei der letzten Aufnahme, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das war wirklich so 6 Monate, also die Einstellung, so eine 6 Monate später Einstellung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das dann aussieht, wenn, naja, so krass viele Zombies da sind und die trotzdem ganz normal weiter spawnen. Kann ich mir nicht vorstellen, wie dann Louisville aussehen sollte. Also da kannst du ja keinen Schritt, also gar keinen Schritt mehr tun, überhaupt, allein schon physikalisch, ne? Weil einfach die Stadt schon so vollgebombt ist mit irgendwelchen Zombies. Aber gut, so finde ich die Einstellung ganz gut, weil dann erlebt man auch ein bisschen was und es ist halt nicht ganz so krass, ne? Weil das war halt wirklich ein bisschen, ich fand es ein bisschen übertrieben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr so eine Einstellung mehr schätzt oder ob es euch eigentlich auch lieber ist, dass ihr ein bisschen noch die Chance habt, was zu machen. Wir sind jedenfalls an der Mall angekommen. Ich würde vielleicht mal hier so, kann man da reinfahren vielleicht sogar? Warte mal. Aber dann können wir nämlich im Zweifel im Auto schlafen. Ich mache erstmal kurz den Motor aus. So. Jetzt aber beeilen. So. Gut. Haben wir denn sonst noch irgendwelche Kollegen hier nah dran? Da hinten hat es auch nochmal einen Hintereingang. Ist auf jeden Fall ein großes Gebäude, die Mall, ne? Ich würde erstmal gucken, dass wir... Na komm, lass mal reingehen. Im Zweifel können wir irgendwo dort schlafen, ne? Also können wir sagen, dann... Hier geht es ja mal nicht auf. Können wir sagen, dass wir dann irgendwo einfach Rast machen die Nacht über. So. Oh! Ja, die ganzen Angestellten sind offenbar noch da. Ich sehe zu wenig rein gerade. Ich mache mal hier noch auf. Na. Bleib zurück. Okay, also wenn schon im Technikraum so viel los ist, oder was auch immer das hier ist, Anlieferung oder sowas. Also ich glaube, der wurde auf uns auf... Oh, zwei wurden auf uns aufmerksam.
Na gut, dann warte ich vor der Tür, ne? Ich bin jetzt der neue Türsteher hier. Ey, du kommst hier nicht raus. Mit den Schuhen kommst du nicht raus. So. Und du auch noch weg. Wen haben wir denn sonst noch? Na, okay. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wenigstens, also wenigstens bevor wir hier reinfahren können. Aber solange sie noch so langsam sind, geht das alles noch. So, aber ich glaube, langsam kommen jetzt alle. Muss hier draußen aufpassen, nicht, dass wir sonst plötzlich von hinten überrascht werden. Aber hier haben wir relativ freies Feld. Na gut, hier sind auch noch ein paar. Ich mache mal ein bisschen die Kampfarena frei. Ey, zum Zuschauen kommen ist voll okay, ne? Aber jetzt nicht hier irgendwie anfangen rumzuterzen oder sowas. Oh, oh. Das sind wirklich viele. Na komm. So. Und die werden halt trotzdem irgendwie schneller, ne? Wenn sie einen dann bemerken. Wenn sie dann menschliches Blut riechen, dann werden sie doch aktiv. So. Du bleibst da auch liegen. So. Erstmal weg mit euch. Halt. Nein. Legt euch wieder hin. Irgendwie hat meine STRG-Taste gerade gesponnen. Und ja, ich mache das mit STRG, nicht mit Rechtsklick. So. Na komm. Oh oh. Da unten müssen wir aufpassen. Ich glaube, da standen noch ein paar. Gott sei Dank haben wir das gute Hörvermögen. So. Leg dich mal besser hin. Ja, easy. Easy going. Gut. Wir haben schon 106 Zombies getötet. Na, ganz cool. Okay, wir haben Hunger. Ich krieg auch immer Hunger, wenn ich Zombies schlachte. Also, kriegt man richtig Appetit, ne? Wenn man dieses ganze... Oh, da hinten ist die Tür kaputt. Das ist nicht so gut. Okay, krass. Na komm. So, weil die anderen kommen nämlich auch gleich wieder rüber. Hier sind Heizkessel oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder die Bierfässer für die Eralbar. So. Jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass hier von hinten doch nochmal jemand reinkommt von draußen. Ich gehe mal besser hier. Na, guck mal einer an. Habt ihr das Einfahrtstor offenbar kaputt gemacht? Euch kann man auch nichts anvertrauen, ne? Alles, was er sieht, macht er einfach kaputt. So. Na, kommt. Komm, put, put, put. Komm zu deinen Freunden. So. Noch wer? So, kurz gucken. Ist ja auch nichts unterwegs, okay. Sag mal, also. Okay. Ich dachte eigentlich, die Türen hier bleiben vielleicht noch ganz, dann können wir uns hier verschanzen über Nacht. Jetzt müssen wir nämlich echt gucken, wo wir hingehen. Es gibt da noch einen Trick mit dem Auto. Das können wir theoretisch auch machen, dass wir ins Auto steigen und dann halt mit der Fahrertür ganz nah an die Wand ranfahren und dann da schlafen. Aber das ist halt auch nicht das Idealste, ne? Dachte aber jetzt auch nicht, dass da so krass viele drin sind. Ich gehe mal ein Stück hier vor noch. Guck mal, da ist schon eine Scheibe kaputt. Sag mal, also wie respektlos willst du mit Gegenständen und Häusern und sowas umgehen? Und die Zombies so, ja, genau so. Okay, ich mache hier mal auch ein bisschen clear, ne? Dass wir uns im Zweifel ein bisschen auf dem Parkplatz bewegen können. Falls doch nochmal irgendwie ein paar Hansele rauskommen. So. Okay, da ist noch einer. Da oben läuft einer ums Auto rum, aber das sind jetzt alles... Ich hoffe, drin sieht es nicht ganz so schlimm aus. Also es ist okay, wenn da relativ viele Zombies drin sind. Ich meine, die Mall ist ja auch quasi, ich nenne es mal ein Dungeon in Anführungsstrichen. Also sprich,
ist ja dafür da, dass man da ein bisschen eine Herausforderung hat, die zu clearen. Deswegen ist sie auch so groß und mit so vielen Zombies. Nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, dass dann die Dichte, den nehme ich mal mit, man weiß nie, wann man ihn gebrauchen kann, dass die Dichte ein bisschen weniger ist, dass man trotzdem hier und da mal die Möglichkeit hat, kurz durchzuschnaufen. Aber das sehen wir dann gleich, ne? So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die. Guck mal, da kommen schon die Fliegen. Aber gut, Zombies waschen sich wahrscheinlich auch nicht, ne? So, hier ist auch nochmal ein Autoschlüssel. Oh, krass, ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen, da irgendwo drinnen uns zu verschanzen. Oder ob wir wirklich auf den Trick mit dem Auto zurückgreifen müssen. So. Aber im Auto kann man wenigstens einigermaßen schlafen. Die Ermüdung steigt langsam. Aber wir müssen halt auch bis um 9 durchschlafen, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Weil die fangen ja erst ab 9 etwa, haben wir herausgefunden, fangen die ja erst wieder an, langsam zu laufen. So. Hier stelle ich mich mal drauf. Dann kann die schon mal nicht mehr aufstehen. Die jetzt erst recht nicht mehr. Und den hier. Ich gucke jetzt einfach mal in der näheren Umgebung, direkt vor dem Dings. Direkt vor diesem Anlieferungsraum hier. Da ist ein Sicherheitsmann. Oh, der hat einen Hausschlüssel. Den nehme ich vielleicht mit. Vielleicht ist es so eine Art Generalschlüssel oder sowas. Okay. Okay, hier drin sieht es trotzdem heftig aus. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich in der Mall zu verschanzen. Lass mal kurz wieder rausgehen. Oh, wir haben aber auch nur noch einen, vielleicht anderthalb Ingame-Stunden, bevor wir auf jeden Fall was gefunden haben sollten. So, hier rennt keiner rum. Warte mal, lass mal kurz auf die Karte schauen. Gibt es hier irgendwo Wohnhäuser in der direkten Umgebung? Wenn, dann hier unten, ne? Ich glaube, ich fahre mal da runter. Dann machen wir die Mall einfach danach, also dann am nächsten Morgen. Und ich habe vielleicht schon eine Idee, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. So. Aber jetzt will ich die Zeit noch nutzen, während die Zombies noch nicht so aktiv sind und mir lieber mal eine Nachtresidenz besorgen. Na, hier ist noch keine. Also noch kein Haus zumindest. Hier sind auch nur so ein paar Läden, eine Bushaltestelle. Können wir uns mal hinstellen, warten, ob der Bus nochmal kommt. Ja, da müssen wir schon ein ganzes Stückchen fahren jetzt, ne? Aber gut. Ich wusste jetzt nicht, dass die Mall derartig überlaufen ist. Hier haben wir Häuser. Ich würde sagen, die nutzen wir dann auch gleich. Den überfahre ich jetzt mal. So, komm. Und noch einmal mit dem Hinterrad drüber. So, perfekt. Dann können wir hier gleich die Häuser nutzen. Oder eins der Häuser. Oh, guck mal da. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Na komm, Schlüssel raus. Dass Zombies da irgendwie an so einer Leiche rumfressen. So. Aber die sind gerade beschäftigt. Ich mache erstmal die hier unten. Dass sie ja dem Haus nicht zu nahe kommen. Oder den Häusern. Müssen wir aber auch mal gucken, dass wir unbedingt nochmal einen gescheiten Parkplatz hinbauen, ne? Weil hier einfach auf einer Wiese parken. Also, und das mit so einem anfälligen Fahrzeug wie hier dem Humvee. So. Guten Tag. So, und auch weg mit dir. Und dann gehen wir mal vielleicht in das hier, nicht gerade in das Äußerste, weil da hat es noch dann wahrscheinlich mehr Angriffsfläche, ne? Hat es vielleicht noch Fenster, die nochmal in die andere Richtung rausgehen. Das schalte ich schon mal aus. Und dann gucken wir uns hier drin mal ein bisschen um. Und nebendran läuft der Fernseher. Weiß nicht, ob das so geil ist. Und hier hat es halt nirgends irgendwelche Vorhänge oder sowas, ne? Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ich befülle mal ganz kurz meine Wasserflaschen. So. Und dann würde ich die Zeit noch ganz kurz nutzen, während die Zombies noch nicht so aktiv sind und wir uns nach unten rum bewegen können. Obwohl hier keine Vorhänge sind. Um mal hier unten noch ein paar Sachen einzusammeln, die wir vielleicht zum... Oh, so viel zum Essen hat sie halt auch nicht, ne? Lass mal hier reinschauen. Nee. Ja, die Schokolade kann ich noch mitnehmen.
Oh ja, und eine Packung Zucker. Warum nicht? Alles für die Notversorgung und hier Sardinen und Rindfleisch. Und was steht hier oben? Ah, gut, eine verrottete Suppe. Die lasse ich mal da oben. Und jetzt machen wir lieber Vorsichtshalber, weil ich habe die Gegend ja nicht so gut geklärt. Deswegen machen wir lieber eine vorsichtige Nacht. Das heißt, ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz die Räume durch, dass auf jeden Fall hier drin kein Zombie ist. So. Hier sieht's gut aus. Und zu guter Letzt, das dürfte das Bad sein wahrscheinlich, oder? Ja, easy. Ich nehme hier mal das Laken noch mit. Dann können wir das wenigstens in dem Zimmer, in dem wir schlafen. Ich glaube, ich schlafe mal hier in dem unteren. So, Tür mache ich zu. Was ist denn das? Keta. Warte mal. Ach so. Ah. Okay, so eine Mischung aus Gitarre und Keyboard. Verstehe. Immer tauglich für irgendwelche lustigen Videos. Also hier bringe ich mal das Laken an. Und dann ziehe ich die natürlich wieder zu. Und ja, dann legen wir uns mal hin. Was? It's necessary to clear the passage to the bed. Achso. Passage vor allem. To the bed. Ja, in dem Fall steht das im Weg. Ja gut, dann setzen wir uns hier hin. Haben wir was zu lesen dabei oder so? Oh, wir hätten aber noch ein bisschen was zum... Warte mal. Oh, hier passt... Ah, okay. Das mal dahin gerade. Wobei, nee, komm, die Magazine sollte ich mir schon auch mitnehmen. So. Aber dann setze ich mich einfach mal hier auf den Boden ein bisschen. So. Und chill mal eine Runde. Und schlag mir mal den Magen voll. Jetzt ein paar... Ja, erstmal ein bisschen Käse, ne, so zur Vorspeise. Dann gibt es ein bisschen gepökeltes Rindfleisch. So. Das essen wir einmal komplett und dann noch einmal die Schokolade. Dann haben wir die Kalorienprobleme nämlich auch gelöst. So. Essen alles. Wobei wir sind eh schon fast zu... fast zu übergewichtig eigentlich, ne? Was passiert? Ah, ich bin zu voll, um zu essen. Okay. Na gut. Ich will jetzt nicht mehr raus. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil nicht, dass wir jetzt sterben und dann verpassen wir die Mall wieder. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal rumchillen, ne, und so ein bisschen was erzählen, weiß jetzt nicht was, aber was haltet ihr denn so von einem Run? Also ich finde das ganz cool mit den Sprintern. Ich habe mir noch überlegt, ob ich für diese Sprinter-Session sozusagen, ob ich da noch so eine Mod installieren soll, die die Geräusche imitiert von The Last of Us. Also, dass die Zombies dann diese Klickergeräusche haben von The Last of Us. Hätte ich auch noch ganz spannend gefunden. Aber ich weiß nicht, wer schon länger dabei ist. Ich bin ja kein so ein Horrormensch, ne? Und ich weiß nicht, ob mir das dann nicht sogar fast zu horrormäßig gewesen wäre. Obwohl es ja von so einer schräg oben Perspektive im Pixel-Look ist. Aber in... Ja, also demnächst wird nochmal was kommen. So, das ist auch ganz spannend. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ne? Gibt dann auch eine Ankündigung dazu. Aber wird auch ein bisschen was mit Horror zu tun haben. Oh nein. Unten ist einer an der Tür, oder? Den sollte ich beseitigen. Den sollte ich echt beseitigen. Nicht, dass der reinkommt einfach. Demnächst wird was kommen. Wird ein bisschen horrormäßiger. Bin ich mal gespannt, was... Ah, nee, es war im Nachbarhaus, oder? Hier ist alles ganz. Es war im Nachbarhaus, wahrscheinlich wegen dem Fernseher. Gut, dann gehe ich wieder hoch und bin wieder ganz, ganz leise. Schaut da gerne mal rein. Ne? Habe ich im Stream aufgenommen. Und an der Stelle auch, folgt mir gerne mal auf Twitch, ne? Auf Twitch streame ich mittlerweile auch regelmäßig immer am Montag ab 18.30 Uhr. Aktuell spielen wir das Scum. Aber hin und wieder auch mal ein bisschen was anderes, ne? Also hin und wieder gibt es dann auch mal irgendwie, wenn dann Scum fertig aufgenommen ist für den Tag oder sowas, dann spielen wir vielleicht nochmal was anderes. Und ich bin auch am Überlegen, noch einen zweiten Streamtag zu machen, wo wir dann einfach irgendwas spielen. Immer
ne, immer mal wieder irgendwas ausprobieren oder sonst irgendwas. Aktuell ist es noch spontan mit dem zweiten Streamtag. Das bedeutet auf jeden Fall Folgen, dass er es auch mitbekommt, wenn ich irgendwann mal spontan streame. Ich versuche es aber natürlich auch immer so als Community-Mitteilung auf YouTube dann nochmal zu posten, so weit davor wie möglich, sage ich mal. Aber spontan ist halt leider spontan, ne? Deswegen auf jeden Fall folgen, dann kriegt ihr meine Nachricht, wenn ich online gehe. Und ich würde jetzt mal ganz kurz versuchen, ein bisschen die Zeit vorzuspulen. Ist es bei uns am Haus? Da klopft es schon wieder. Aber ich traue mich halt auch nicht so richtig durchs Haus zu laufen. So, ich sollte mich wenigstens von den Fenstern fernhalten. Das ist aus. Lass mal kurz schauen. Nicht, dass wir nachts irgendwie eine böse Überraschung erleben. Aber es sieht auch aus, wenn es nicht bei uns am Haus wäre. Ich gehe mal wieder weg von der Tür. Boah, das klingt so nah. Warte mal. Man sieht ja die Tür wackeln, wenn sie dagegen klopfen. Aber hier sieht man nichts wackeln. Hier oben vielleicht? Nee, ich glaube, das ist hier. Hier an dem Eingang wahrscheinlich. Okay, ich glaube, wir sind halbwegs sicher für die Nacht. Das heißt, ich gehe mal kurz nach oben wieder. Und verkrieche mich wieder, ne, ins dunkle Zimmer. Tür zu und versuche möglichst leise zu sein. So. Und dann setze ich mich wieder hier hin. Genau. Und dann würde ich sagen, ich würde die Nacht jetzt mal Zwischenfolgen kurz machen und am nächsten Morgen gehen wir dann direkt los in die Louisville Mall. Ne, schöner Cliffhanger, deswegen beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Jedenfalls schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Folge so haltet oder von den Folgen hier mit den Sprintern so haltet. Und ja, ansonsten lasst mir auch gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und sonst würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.